Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Am 6. Mai in der Swiss Life Hall Hannover. Ladies and gentlemen, let's go. Andreas Rasumny und Ruslan Maltsam. 12 Jahre Unterschied. 12 Zentimeter Größenunterschied. Seconds out. Aber natürlich Ring, seconds viel out, mehr Kampferfahrung. Ring frei, Runde 1, first round. Für Ruslan Maltsam gegen den, und jetzt sagen wir es mal, jungen Rasumny Andreas aus Traunreuth. Schöner Haken. Die linke war drin und ich hätte sogar gedacht, dass Rasumny die eher sogar so ein bisschen mehr zu schmecken bekommen hat. Aber der klammert erstmal gut, hält sich. Ja, den Haken hat er aber gespürt. War schön drin. Und jetzt gucken wir mal, kann Ruslan Maltsam aus seiner größeren Erfahrung und vielleicht auch aus der Möglichkeit, den Gegner zu Boden zu bringen, dann mehr Kapital schlagen. Da zieht dann erstmal mit. Wieder ein schöner Haken, gefolgt von einem Low-Kick-Versuch. So, Rasumny, der blinzelt so ein bisschen. Ich glaube, der hat das Ding wirklich ordentlich abbekommen. Runter durchgetaucht. Takedown für Ruslan Maltsam. Hält sich am Fuß unten, versucht durchzukommen. Und kriegt jetzt schon die Anweisung, er soll mal den Körper nach oben bringen. Entweder um Ground and Pound eben zu machen oder um eben vielleicht sogar die Position zu verbessern, in die seitliche zu kommen. So, Rasumny die Beine ganz weit oben, damit überhaupt nicht überquert werden kann. Maltsam macht das ganz ruhig und geschickt. Er arbeitet sich erstmal die bessere Position. Und Rasumny zieht ihn hinten am Kopf, am Nacken an sich ran, weil dem ist ganz klar, wenn der andere hochkommt, wenn der den Oberkörper freikriegt, dann bin ich hier seinen Schlägen ausgeliefert. Jetzt muss jetzt er aufpassen. Versucht er den jetzt, Arm zu hebeln. Jetzt versucht sich gerade mal Sam selber zu hebeln. Jetzt muss er da rauskommen. Oh, gut. Jawohl. Sehr gut richtig übergestiegen. Gedreht. Und sofort wieder Griff um die Hüfte. Der nächste Takedown. Jawohl. Ruslan Maltsam ist voll drin im Duell. Andreas, aber wir haben gesehen, dass Rasumny nicht waffenlos ist am Boden. Hat es durchaus verstanden, sich eben gut zu verteidigen. Ist dann auch in Konter übergegangen. Aber Maltsam hat mit seiner Erfahrung dann auch richtig gehandelt, ist übergestiegen, hat seine Hand befreit. Ja, hat er sich selber in die Bredouille gebracht, weil er den Arm irgendwie so reingefädelt hat in die Beine. Und jetzt hat er schon wieder den Arm so komisch drin. Rasumny versucht da schon immer, ja genau, dreht sich, um zum Hebel zu kommen, aber Maltsam ist da auch noch beweglich genug. Jetzt ändert sich die Situation. Jetzt Maltsam am Boden, Rasumny versucht es mit ein paar Schlägen erstmal. So schnell kann sie das Blatt wenden. Jetzt Maltsam in der Rückenlage. Aber der das wirklich sehr kontrolliert macht. Guck, bindet beide Arme an sich ran. Rasumny hat da gar keine Chance. Der muss erstmal überhaupt einen frei bekommen. Ja, er will natürlich vermeiden, dass sein Gegner aus der Oberlage schlagen kann. Und Ruslan, der schaut sich das in Ruhe an. Er zieht am Arm, versucht dann den Arm noch wegzukriegen, dass er sein Bein drunter durchbekommt. Sein rechtes Bein, Ruslan Maltsam. Jetzt war für einen kurzen Moment. Oh, gefährlich. Rasumny hat die. Hat den Griff. Nein, löst auf. Wird nichts. Jetzt die Chance zum Aufstehen genutzt. Aber Rasumny bleibt dran. Der will sich nicht lösen. Der sucht das Ringen, sucht den Bodenkampf. So, jetzt war es wunderbar zu erkennen, dass Maltsam sofort dann immer unter die Arme drunter greift. Zieht ihn jetzt wieder mit und legt sein ganzes Gewicht drüber. Über diesen Arm, den er gebunden hat von das Ringen um die bessere Position. Ja. Stark, macht er stark. Jetzt ist er ihm ausgekommen. Da war Wiesel flink. Sehr gute Aktion von Rasumny, der jetzt im Rücken ist. Genau, das war alles gefährlich. Und jetzt wird es gefährlich. Jetzt hat er diesen Griff. Die Situation kennen wir. Das ist gewesen. Maltsam muss abtappen. Ja, da hat der Jüngere dem Älteren dann irgendwann das Kampfgeschehen abgenommen. Und das hat Andreas Rasumny
sehr schlau, technisch gut und auch schnell gemacht. Also wirklich großen Respekt, tolle Technik. Ja, Maisam war toll drin, hatte so viele gute Möglichkeiten. Hat den Gegner hier zweimal stark per Takedown zu Boden gebracht. Da würde ich gerne noch mal die Zeitlupe sehen, wie schnell Andreas Razumni da um seinen Gegner gegangen ist, die bessere Position gesucht hat, dann den Rücken bekommen hat. Und natürlich dann hier gerade zu sehen. Und da hat Maisam vielleicht für einen Moment zu lange gewartet, dass er die Hände wieder hochnimmt. Razumni schlau, schlau gemacht, schon sehr abgekocht hier für so einen 21-Jährigen. Den sehen wir wieder, bin ich ganz fest überzeugt. Und ich hoffe auch, dass wir Usnam wieder sehen. Nach der langen Pause heute, okay, war er vielleicht noch nicht 100% auf der Höhe wieder, aber wäre sehr schön, wenn er wieder kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, das mit dem Applaus für beide Kämpfer sollte ja schon bekannt sein, war ein geiler Kampf. Ihre Hände zusammen für Andreas Razumni und Ruslan Maisam. Schöner Sport. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 4 Minuten 18 waren vergangen, haben wir einen Referee-Stoppage. Grund dafür war ein RNC. Und der Sieg geht an Andreas Razumni. Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Jetzt sofort Sitzplatz auswählen und ausdrucken.